Herr Krankl, hallo. Grüß Gott, hallo. Schön, dass Sie dran sind. Herr Krankl, was sagen Sie denn zu dem sensationellen Erfolg von Red Bull Salzburg gestern Abend? Ja, ich bin begeistert wie alle anderen. Ich bin gestern vor dem Fernseher gesessen und es war eine Wohltat, sogar noch einen 0:1, wie die Salzburger besonders zweite Hälfte toll unterwegs waren. Und das ist sehr wichtig für den österreichischen Fußball, für Salzburg. Und die Mannschaft hat sich wirklich gezeigt, die halten zusammen, die kämpfen, die geben nicht auf. Und dann kann auch so etwas gelingen. Und das ist gut so, dass man einmal den Italienern gezeigt hat, dass man bei uns auch Fußball spielen kann. Herr Krankl, Sie waren ja selbst in Ihrer Karriere Spieler in Salzburg, aber auch Trainer in Salzburg. Kommt da noch ein bisschen mehr Freude jetzt dazu? Ja, natürlich. Nur war da, wie ich war, das war noch Wüstner und Salzburg und Austria Salzburg. Das war ja ein ganz anderer Verein, als ich Spieler war und auch wie ich Trainer dann war. Erst später die neue Mannschaft Red Bull Salzburg ist eigentlich ein ganz neuer Club, den es noch nicht so lange gibt. Aber die Begeisterung damals war auch schon sehr, sehr groß. Und Salzburg ist ein guter Boden für den österreichischen Fußball, kann man das so sagen? Das kann man sagen. Es hat wieder Zeit gedauert, muss man sagen, aber jetzt ist es so, dass wir wieder stolz erkennen. War ganz eine tolle Leistung und ich freue mich wirklich. Ich freue mich für die Salzburger und für den Trainer und für das ganze Trainerteam und für den Club. Das ist schwer in Ordnung. Herr Krankl, jetzt Marseille, Arsenal und Atletico Madrid wären jetzt die möglichen Gegner im Halbfinale. Wen würden Sie sich denn wünschen? Wer wäre denn der attraktivste Gegner für Salzburg? Alle drei sind drei große Brocken. Aber ich denke mir, Austria Salzburg, ich habe das schon gesagt, vor die zwei Spiele gegen Lazio, Austria Salzburg wird auch Lazio besiegen. Und es war wirklich so, ich glaube, dass Salzburg gegen alle drei genauso Chancen hat, ins Finale zu kommen. Der schwerste Brocken ist sicherlich Atletico Madrid. Also das weiß man eh und das wissen alle und das sagen auch alle. Atletico Madrid wäre wahrscheinlich der schwerste Gegner, aber alle anderen zwar auch sind Vereine mit großen Namen. Herr Krankl, was bedeutet der Erfolg jetzt von Salzburg für den österreichischen Fußball? Können jetzt die anderen auch ein bisschen mitnaschen im Sinne von Begeisterung, die Fans, dass die vielleicht jetzt auch wieder mehr ins Stadion kommen? Ich hoffe, dass es so ist, dass die anderen auch davon profitieren. Das Wichtigste für mich ist, wenn man sieht, wie das Salzburger Stadion, wie toll das ist, wenn da einmal ausverkauft ist und da sind 25.000 Leute oder 30.000, ich weiß nicht, wie viele waren, genau, wenn dieses Stadion voll ist und was die Mannschaft dann für Leistungen bietet, die Salzburger Zuschauer sollten in der Meisterschaft auch mehr kommen, die Mannschaft zu unterstützen, weil diese Mannschaft, glaube ich, ist es wert. Jetzt im Halbfinale, Herr Krankl, gilt ja Salzburg, muss man sagen, eher so als der Underdog, quasi unter den drei anderen Größen, die da auftreten. Aber könnte gerade das vielleicht auch eine Mannschaft noch richtig beflügeln und nochmal zusätzlich anheizen? Ich bin nicht Ihrer Meinung. Salzburg ist für mich kein Underdog mehr. Und ich glaube auch, dass bei den anderen drei Vereinen Salzburg nicht mehr als Underdog gehandelt wird. Das war, glaube ich, auch vor dem Lazio-Match. Auch die Italiener haben Salzburg schon sehr ernst genommen. Aber wenn nicht, dann zumindest jetzt. Also von einem Underdog würde ich nicht mehr sprechen.